Ivo würde sich von Diablo 4 Fünfergruppen wünschen. Warum nicht? Finde ich eine gute Idee. Also zumindest, was ich gerne sehen würde, dass man jede Klasse in einer Gruppe haben kann, weißt du? Wie viele haben wir jetzt? 6 Klassen, glaube ich, ne? 6 Klassen, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben 6 Klassen. Das heißt, 6 Leute sollten in eine Party passen. Was das für Synergien innerhalb der Gruppe geben könnte, ne? Das wäre doch mal richtig krass. Und das wäre auch so wieder so ein Ding, ne? Wo du den Gruppen, das Gruppenspiel fördern würdest. Andrew sagt, Worldspiel. Irgendwie oder eher mehr Story, größere Gruppen, okay? Patrick, ist ja wirklich tatsächlich so, dass es damals, also Diablo ist ja mit der Grafik, die sie jetzt benutzt haben, sehr, sehr stark in Kritik gekommen, ne? Es sah halt, ich sag mal, lebendiger oder quietschiger, farbfroher aus, als man es von Diablo kennt. Also man bringt nicht, oder Blizzard konnte oder wollte vielleicht auch nicht damals diesen, diese dunkle Atmosphäre rüberbringen, ne? Also ich muss sagen, Diablo hat für mich keine dunkle Atmosphäre. Atmosphäre an sich ja, aber keine dunkle Atmosphäre. Also keine Atmosphäre, die einen in den Bann zieht, ne? Wie bei Diablo 2 damals. Also ich fand, Diablo 2 hat eine definitiv dichtere Atmosphäre gehabt. Knorke wünscht sich ein komplexeres Skillsystem. Ah. Okay, wie bei Path of Exile. Ja. Daumen hoch. Wäre eine gute Idee. Mehr Skills ist aber wirklich so ein Ding, wo ich sage, ja, hätte ich Spaß dran. Oder dass man Skills skillen. Also, dass man Skills skillen kann, weißt du? Wie bei Path of Exile halt. Mit ein, weißt du, mal so gesponnen von mir jetzt einfach mal so, dass man die paaren Punkte auf die Skills setzen kann. Dass zum Beispiel Wirbelwind mehr Schaden macht, größere Wirbel macht, weißt du, so in diese Richtung. Dass man die Paarungen und Punkte, das ist wirklich so eine Idee, ne? Dass man die Paarungen und Punkte auf die Skills setzen kann. So hat auch das Leveln wieder einen Sinn, wenn du über Paragon 800 bist, dann brauchst du nicht mehr alles auf Mainstat klatschen, sondern kannst du nebenbei wirklich die Level mit, die Skills mit skillen. Genau, das gibt es im Armorer. Das Skill zu die Skills, so doof es klingt, aber es ist so. Ja, Knorke, das ist wirklich so ein Ding, ne? Das ist, finde ich auch. Und das ist auch so ein Problem, warum so viele feste Builds bei Diablo 3 herrschen, ne? Wenn du bedenkst, Barb, was fällt dir direkt als Bild ein? Roter Barb, Wirbelwind, fertig. Alles andere ist schon Schnee von gestern. Erinnert euch mal an den Sprungbarb, also an den, wie hieß er noch gleich? Ihr wisst, was ich meine. Der Barb, der dreimal hochspringt, der Erdbeben-Barb, ne? Kennt heute kein Schwein mehr. Spielt kein Schwein mehr. Ist nicht effizient genug. Gute Gedankengänge, muss ich sagen. Also das ist echt. Macht Spaß, mit euch darüber mal zu quatschen. So. Danke dir fürs Follow. Neuer Charakter, klar. Also wenn ich von Diablo 4 rede, wünsche ich auf jeden Fall einen neuen Charakter, ne? Mal was anderes. Ist ja bisher alles 1 zu 1 geblieben. Hexendoktor, Mage, Demon Hunter. Ne? Gibt's ja alles, gab's bei Diablo 2 auch. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Mal was Neues. Was weiß ich, einen einäugigen Piraten oder so. Danke fürs Follow, Jake. Weißt du, irgendwas, ein Beispiel, das ist jetzt Spaß gewesen. Ich will jetzt keinen einäugigen Piraten sehen. Der am besten nur mit einem Bobby Car durch die Maps wandelt, weißt du? Nein, um Gottes Willen. Was würdet ihr euch denn mal abseits der Klassifizierung? Ja, Necromancer. Ist doch so eine Sache, den fand ich auch sehr geil. Aber gut, den gab es bei Diablo 2. Welche Klasse sollte es denn bei Diablo 4 geben? Mal eine, die jetzt nicht unbedingt schon in den letzten Teilen drin war. Mir fällt selbst keine ein.
seine eigenen legendären Fertigkeiten oder Fähigkeiten erlernen und craften. Ich überlege gerade, wie man sowas, also nicht wie man sowas realisieren kann, sondern wie man sowas vom theoretischen und praktischen umsetzen könnte. Sagen wir es einfach mal so, realisieren ist jetzt nicht meine Aufgabe, aber mal um das Ganze ein bisschen mit Ideen zu füllen. Pass auf, also. Ist schwer, also ich würde mir wünschen, dass man sich in dem Fall, wenn man sowas einbauen sollte, so, ja, eigene Fähigkeiten, dann sollte man irgendwie Runen finden. Weißt du, so, oder, ja, Runen würde ich mir schon ganz cool finden, dass man Runen findet, die dann spezielle Affixe oder spezielle Eigenschaften drauf haben. Und dann gibt es noch andere Runen, die das Ganze noch verstärken können oder ausbauen können. Dass man vielleicht auf eine, ja, auf ein Skill, dass man sich Skills setzen kann oder auf diese Skills drei Runen setzen kann, weißt du? Dass man sich praktisch ein Skill als Main Skill nimmt und drei Runen draufsetzt. Ne? Und die drei Runen bilden oder runden diesen, also, ne? Weißt du, was ich meine? Das wäre so, das wäre, ne? Ist halt nicht so wie jetzt zum Beispiel hier, bam, du hast jetzt hier diese drei Skills, ne? Sondern du mischst dir das selbst zusammen. Wie ich zum Beispiel bei Umbra gesagt habe, einfach diese Idee meinerseits, was sogar möglich ist in dem Spiel, ne? Ein Wirbelwind, ja, ein Wirbelwind-Barb in dem Sinne. Gott, mein Haus schon wieder anzunehmen, was ist da los? Ein Wirbelwind-Barb in dem Sinne, der Blitze rumschmeißt oder der auf Arkankraft läuft, ist ja da alles möglich. Bracta ist sehr gut, Schurke, geile Idee. Das wäre einmal ernsthaft, ne? Also, Emo schreibt gerade, Klassen mischen, eine Klasse mit einer anderen kombinieren. Zum Beispiel Mage und Demon Hunter. Das klingt jetzt natürlich sehr einfallslos, ne? Aber die Idee ist saugeil. Ey, ohne Witz. Stell dir mal einen Hexendoktor mit einem Barbaren vor. Also, als ein Charakter. Ey, überleg mal. Du hast doch kaputt im Kopf. Practice schreibt Dämon als Klasse. Auch sehr geil. Gute Idee. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also das klingt schon sehr, sehr geil. War das bei Diablo 2 nicht damals so, dass man für die Gürtel, die man getragen hat, also hier, ne, den normalen Gürtel, dass man mehr Platz bekommen hat? Also mehr... Alter! Grenz. Ja, stell mich nicht so. Fützchen? Nee, ich sag's nicht. Danke dir. Fützchen. Sorry, jetzt musst du es raus. Ah, stimmt. Succubus, was ist das denn? Ego-Perspektive, ja gut, ja. Ego-Perspektive schreibt Nix Peiler gerade. Ist natürlich, würde ich einerseits cool finden, gerade bei den Skills, weißt du, wenn du die so aus First Person siehst, aber andererseits natürlich eine Sache beim Hack-and-Slay, Ego-Shooter, ja, das kann echt ein bisschen unübersichtlich werden. Jetzt stell dir mal vor, du musst die ganze Zeit so noch schlimmer spielen, ne, dass das so nah dran ist, da leckt direkt mein OBS hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Also, wenn Ego-Perspektive, dann wäre Diablo kein Hack-and-Slay mehr, weil es einfach zu unübersichtlich ist. Ein Exorzist, der mit Gebeten angreift. Alter, wie kommt man denn auf sowas? Ja, der hat halt so eine Bibel, ne? So,
ein dickes Kreuz in dir drauf und dann läuft er mit der Bibel rum wie die Zeugen Jehovas, weißt du? Genau, Wirbelwind, Alter. Vector schreibt gerade, Wirbelwind im Ego-Shooter-Perspektive. Alter, ich stell mir das gerade vor. Ja, Badger, gib mir eine Adresse, Alter. Ich muss noch ein wenig länger warten. Überleg mal als Witch-Doctor, wenn du da in Ego-Shooter-Perspektive bist. Guten Hunger, Patrick, ne? Und danke dir. Hast da 50 kleine Fetische um dich rumlaufen. Hier hin überhaupt, ey. Ich blätze mich hier alleine durch. Aber immerhin schaffe ich schon die 10. Ist das schon mal was? Das wäre auch geiler, Nixpeiler. Hast du recht? Das wäre auch geiler, Nixpeiler. Was ist da los? Party im Kopf. Nixpeiler schreibt gerade, einen seiner Chars als Begleiter nutzen. Das wäre wirklich eine geile Sache. Ja, finde ich cool, dass man praktisch seine zweite oder dritte Chance auch aktiv im Spiel mit drin hat. Finde ich keine schlechte Idee. Super Saiyajin, jetzt wird es wirklich albern. Hast du vollkommen recht. Aber mal als Beispiel, was ich mir zum Beispiel von Diablo 4 wünschen würde, wäre Open World. Nicht diese linearen Levels, wie sie derzeit der Fall sind, sondern wirklich Open World. Weißt du? Und dann an jeweiligen Punkten der Welt oder einfach in verschiedenen Bereichen der Dungeons, weißt du? Irgendwo im Gebirge, weißt du? Oder irgendwo, was weiß ich, dass dann ab runter in eine Schlucht, da ist dann ein Dungeon. Weißt du, sowas in die Richtung. Arena, ey. Ohne Witz, eine Arena. Macht eine Arena rein, Blizzard. Die Leute werden euch lieben. Und mal so nebenbei bemerken, ohne jetzt die Werbung machen zu wollen, aber das Ganze wird so umgesetzt bei Umbra. Also fast alle Ideen, die wir hier haben, ne? Sei es jetzt Hybridklassen. Das heißt, da kannst du du hast eine Uni-Klasse, also eine einzige Klasse, und die kannst du skillen, wie du willst. Da hast du alle Fertigkeiten. Das heißt, du kannst dir, wenn du willst, wenn du Bock darauf hast, kannst du den Barbar erstellen, der wirbelt und nebenbei Fetische mitlaufen hat. German schreibt gerade, Open World wäre kein Diablo. Aber da bin ich eigentlich persönlich der Meinung, man sollte da wirklich Mut für Neues haben. Also gerade Blizzard sollte Mut für Neues haben. Trimion, das war einfach so ein Gedankengang, was wir uns wünschen würden, wenn wirklich, also wenn Diablo 4 rauskommen sollte. Warum laufen wir eigentlich lang? Ach komm, egal. Ich muss zurückkehren. Ja, PvP sind die 3, ist mir klar, aber keine. Ja, kann man nicht PvP nennen. Hab dich zuerst getroffen, tot. Kein PvP. Es ist halt überhaupt keine Balance drin. Und das ist schade, wie ich finde. So, was sagt der Stream? 1 Stunde 16. Ja, mein Lieben. Das heißt, hier ist jetzt Schluss für mit Lustig. Wir sehen uns dann im nächsten Stream, im nächsten Video. Das Ganze, ich glaube, das ist nett für Twitch. Für YouTube natürlich.
Das heißt, unsere YouTube-Zuschauer werden davon auch noch was haben. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal an Füzchen für die Spende. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream. Schönen Abend noch, guten Loot und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.